Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Frau Gorf, wir haben die Bilder hinter uns. Das sind Bilder von dem zerstörten Staudamm in der Ukraine. An die wird man sich auch so schnell nicht gewöhnen können. Was wissen Sie, was weiß die NATO über die Hintergründe dieses geborstenen, explodierten Damms? Sie wissen schon, dass ich Ihnen jetzt nicht nachrichtendienstliche Geheimnisse verraten kann. Ja? Ich kann Ihnen nur so viel sagen, internationale Politik funktioniert nicht wie ein Tatort, wo der davon profitiert, es dann auch am Ende war oder dass es irgendwie eindeutig nachvollziehbar ist. Wer profitiert denn? Eigentlich, je nachdem, wie Sie es interpretieren, könnten beide Seiten davon profitieren. Wenn man es jetzt mal als Kommunikationsmethode sieht, könnte die Ukraine durchaus davon profitieren, weil sie mehr als Opfer wahrgenommen wird. Umgekehrt, sobald der Verdacht gesät ist, dass es die Ukrainer selber waren, profitiert auch Russland, weil es natürlich die Ukraine delegitimiert. Wer hat das größere Problem natürlich? Die Ukraine. Und das sollte uns eigentlich am meisten daran beschäftigen. Mhm. Vielleicht mehr als die Frage, wer war es dann tatsächlich, so wie auch mit dem Sabotageakt der Gasleitung. Mhm. Frau Wagenknecht, also der Westen ist relativ schnell der Meinung gewesen, das kann eigentlich nur Russland sein. Sie sind skeptisch, warum? Ja gut, ich habe keine Informationen. Ich finde nur wirklich beeindruckend, wie schnell viele dann sofort wissen, wer es war. Also ich erinnere mich auch bei Nord Stream, wie uns also relativ schnell offeriert wurde, auch immer wieder, da war doch ein russisches Schiff und es wurde allen Ernstes uns weisgemacht, die Russen hätten ihre eigene Pipeline gesprengt. Mhm. Mittlerweile scheint es relativ klar, oder zumindest wird das ja in den Medien so dargestellt, dass es ein ukrainisches Kommando war, das auch direkt der ukrainischen Armeeführung unterstand. Wo ich mich natürlich schon frage, auch und ich habe das auch die Bundesregierung gefragt. Ich meine, Deutschland gibt Milliarden dafür aus, die Ukraine zu unterstützen, mit Waffen, mit Geld. Wir finanzieren den halben Haushalt. Als sozusagen nette Gegenleistung sprengen sie einen wesentlichen Teil unserer Infrastruktur. Sie sind jetzt sicher, dass die Ukraine Nord Stream 2 gesprengt hat? So klingt das, Entschuldigung, wenn Sie das so sagen. Und die Bundesregierung fragen, ob das in Ordnung ist, jemanden zu finanzieren, der offensichtlich eine Leitung gesprengt hat. Klingt das so, als ob Sie sicher seien. Ja, was heißt das? Ich bin sicher. Ich lese, dass sowohl in den US-Medien als auch in den deutschen Medien berichtet wird, dass amerikanische Geheimdienste ja sogar den deutschen Geheimdiensten wohl vorher angekündigt haben, dass sie Erkenntnisse haben, dass die Ukrainer sowas planen. Das wurde auch nicht dementiert. Ich meine, ich habe doch nicht mehr Informationen. Sie haben wahrscheinlich mehr als ich. Also hätte ich jetzt kenne gefragt, ja nur das, was ich lese, aber es hat keiner dementiert. Insoweit scheint das so zu sein. Solange man nicht mehr Informationen hat, die offensichtlich sind, muss man einfach das anschauen, was man weiß. Natürlich gibt es viele verschiedene Gerüchte, aber Beweise, auf die wir uns alle einigen können, gibt es nicht. Wir wissen, dass Russland in der Vergangenheit schon sabotiert hat, Gasleitungen. Von daher passt es auch da ins Pattern. Was mich interessieren würde, wäre eher die Frage, können die Ukrainer sowas überhaupt? Aber ultimativ, wie gesagt, das ist nicht der Tatort. Es geht nicht darum herauszufinden, wer war es jetzt eigentlich, sondern was sind vielleicht die Effekte und wie geht man dann damit um? Gut, dann hören wir mit diesen Spekulationen auf und gehen auf das, was ebenfalls schwer festzustellen ist, Frau Gaub, nämlich wie diese Gegenoffensive, die die Ukrainer offensichtlich gestartet haben, wie die gerade läuft. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Informationen. Wladimir Putin hat jetzt gerade gesagt, 25 bis 30% der ausländischen Technik sei bereits verloren. Auf der anderen Seite wird gemeldet, es gibt aber Rückeroberungen von Territorien. Was können wir denn sicher sagen im Moment? Sie kennen ja den Ausdruck von Clausewitz, Krieg, der Nebel des Krieges. Man kann nicht genau sehen. Also es ist jetzt keiner von uns da auf taktischer Ebene und sieht alles ganz genau. Wir haben auch andere Aussagen, die zeigen, dass es natürlich in vielerlei Hinsicht gut geht, dass Russland extrem hohe Verlustquoten hat. Ich glaube, unser allgemeines Problem ist, dass wir versuchen, das alles in Zahlen zu begreifen, was passiert. Wie viel Zentimeter, wie viel Quadratmeter sind jetzt zurückerobert worden? Aber es geht eigentlich nicht so sehr um Zentimeter oder um Quadratmeter oder um wie viele Opfer denn gefallen sind, sondern was macht diese Offensive in den Köpfen Russlands? Denn ein Krieg fängt in Köpfen an und er muss auch dort enden. Das heißt, eigentlich hat diese Offensive nicht so sehr zum Ziel, jetzt militärisch alles zu befreien, sondern Russland davon zu überzeugen, das hier ist militärisch nicht zu machen. Und darum geht es und deswegen ist es auch so schwer zu messen. Mhm. Würden Sie denn in diesem Ziel mitgehen, diese Offensive muss Russland überzeugen, dass sie aufhören, zum Beispiel heute sind, glaube ich, 12 Menschen gestorben bei Raketenangriffen in dem ganzen Land in der Ukraine. Aber würden Sie da mitgehen in dieser Zielsetzung? Ja, aber ich glaube nicht, dass eine Offensive den Krieg deeskaliert. Eine Offensive eskaliert den Krieg. Also das heißt, die
befördert ja eher, dass die Russen dann natürlich mehr Raketen starten, mehr Bomben werfen. Also wenn man den Krieg deeskalieren will, dann muss man versuchen, Gespräche über einen Waffenstillstand zu führen. Und ich teile das, was Sie gesagt haben. Also ich gehe davon aus, beide Seiten lügen. Also Putin stellt es natürlich so dar, dass das alles komplett gescheitert ist, was die Ukrainer machen. Die Ukrainer stellen es so dar, dass sie also riesige Erfolge haben. Nur ein bisschen kann man, zumindest wenn man Militärexperten, gibt ja viele, die sich geäußert haben, also ich bin keiner, aber ich habe das gelesen, wenn man denen folgt, kann man schon in etwa sehen, also es kommt ja jetzt schon fast jedes Dorf in die deutschen Nachrichten, das zurückerobert wurde, also ich glaube nicht, dass es viele Militärs gibt, die ernsthaft glauben, und Sie haben das ja auch eben gesagt, dass diese Offensive wirklich große Teile des Donbass zurückerobern. Das hat das Frau Gauck, glaube ich, ja, noch nicht gesagt. Na, aber vielleicht aber im Grunde haben Sie es schon angedeutet. Es war gar nicht die Frage sozusagen. Nein, aber die Frage ist ja, wie lange soll das dann noch so weitergehen? Ich meine, wir sehen die Bilder von zerstörten Panzern. Was wir nicht sehen, sind die Bilder der toten Soldaten, der Zerfetzten, der Verwundeten, der Verstümmelten. Jeden Tag sterben dort, ich weiß es nicht, 500.000, da gibt es ja unterschiedliche Zahlen, junge Männer, jeden Tag. Und wenn man das noch wochenlang, noch monatelang weitertreiben und die Front im Grundsatz hat sich seit einem halben Jahr kaum noch verändert. Das heißt, von beiden Seiten ist es ein Abnutzungskrieg, ein völlig sinnloser Krieg. Und deswegen finde ich, muss man jetzt alles daran setzen, in Gespräche zu gehen über einen Waffenstillstand. Wie erfolgreich die sind, was man damit erreicht, das muss man ja erst mal testen. Aber einfach weiter auf die militärische Karte zu setzen, so. Finde das wirklich verantwortlich. Darf ich abschichten? Und wir reden erst einmal tatsächlich über die Frage, es gab zwei Argumente. Das erste Argument war, mehr Waffen werden eskalieren. Das war sozusagen das erste, also die Gegenoffensive eskaliert. Es ist ganz interessant, dass Sie das Wort Eskalation verwendet haben, weil Sie sagten, es geht darum, den Krieg zu deeskalieren. Nein, es geht nicht darum, den Krieg zu deeskalieren, es geht darum, den Konflikt zu beenden. Und da kann Eskalation durchaus eine Rolle spielen. Es gibt zwei Arten, einen Krieg zu beenden oder einen Konflikt zu beenden. Man deeskaliert oder man eskaliert. Das kennt jeder von uns, der sich schon mal mit seinem Partner gestritten hat. Manchmal muss es erst richtig nach oben gehen, bis die andere Seite da bereit ist, einzuschwenken. Also von daher, ich finde die Wortwahl interessant. Das Ziel ist nicht Deeskalation oder Eskalation, sondern beenden. Und damit kommen wir jetzt zu der Frage auch der Verhandlungen. Unter welchen Umständen machen Verhandlungen? Ganz kurz, also die Verhandlungen kommen sofort. Die Frage aber, die ich auch aufgreifen möchte, ist, wenn Sie sagen, also man muss erstmal eskalieren, das ist ja das zweite Argument. Da sterben also jeden Tag an der Front Soldaten. Tatsächlich sehen wir keine Bilder, manchmal sieht man schemenhaft welche, aber ist das der Preis, den man zahlen muss? Und wenn ja, wofür? Für welches Ziel? Ich finde es interessant, weil wir sitzen hier und spekulieren über das Leben von Leuten, die von sich aus bereit sind, das zu geben. Also die Ukraine verteidigt sich und hat entschieden, sich zu verteidigen. Und jetzt gehen wir her und sagen, jetzt hör mal auf, dich zu verteidigen, ist doch schöner am Leben zu sein. Sagt Frau Wagner. Das sehe ich. Ich sehe das humanitäre Argument. Aber es ist doch nicht so, dass die jungen Männer dort alle tatsächlich reden. Entschuldigung, aber tatsächlich ist es so, dass diese Situation wurde nicht sich von der Ukraine herbeigewünscht. Sie wurde kreiert von Russland. Und dass da jemand aufsteht und sich verteidigt, das ist ehrenwert. Sie beschreiben das so, als wäre das irgendwas, wofür man sich schämen muss. Wenn die Ukraine sich verteidigen will, dann haben wir im Sinne eigentlich auch Glück gehabt, denn hier ist internationales Recht gebrochen worden. Wenn die Ukraine jetzt einfach gefallen wäre, wer weiß, was dann als nächstes passiert wäre. Also von daher finde ich auch dieses Argument immer so, das klingt so, als wäre ich dafür, dass Menschen sterben. Natürlich bin ich nicht dafür, aber ich bin dafür auch nicht gewesen, dass Putin diesen Krieg überhaupt beginnt. So, und jetzt haben wir die Situation. Was ich möchte ist, dass dieser Krieg so zu Ende geht, dass er nicht wiederkommt. Und darum geht es hier. Ja, nicht, dass jetzt einfach nur die Waffen schweigen. So, ja, das Wenn die Waffen schweigen, dann Verhandlungen ein Ergebnis bringen, das tatsächlich diesen Konflikt befriedet. Also muss das Ergebnis von Verhandlungen sein. Aber ich sehe überhaupt nicht, wieso eine Verlängerung dieses Sterbens jetzt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man auf Verhandlungsebene eine solide Lösung bekommt. Es ist doch eher so, je länger der Krieg geht, desto größer ist der Hass, desto geringer sind die Chancen, noch einmal zusammenzukommen. Und es ist doch nie versucht worden. Ich meine, die Länder des Südens versuchen das.
Brasilien versucht das, der Vatikan versucht das. Aber von westlicher Seite ist doch gar kein Versuch gestartet worden, aber mit Russland nicht, in Verhandlungen einzutreten. Macron hat die ganze Zeit noch telefoniert mit Putin. Aber es geht es doch Es gab Verhandlungen. Sie wissen, das ist einfach unlauter. Ich rede darüber, wie dieser Krieg beendet werden kann. Und natürlich muss man dafür dann auch Kompromisse machen. Das geht nicht anders. Ich verurteile auch diesen Krieg. Da sind wir völlig einig. Also dieser Krieg ist ein Verbrechen. Und es ist das Wichtigste, ihn zu beenden. Aber solange der Westen und vor allem die Amerikaner Selenskyj darin bestärkt, seine Maximalziele für unverhandelbar zu halten. Und das ist die Rückeroberung der Krim und das ist die schnelle NATO-Mitgliedschaft. Solange das sozusagen als Grundbedingung, als Ziel immer wieder auch formuliert wird, solange werden Verhandlungen nicht erfolgreich sein. Nein. Weil das sind ja doch die wesentlichen Ausgangspunkte, die man sehen muss. Ich glaube, über den Donbass muss man verhandeln, über die Perspektive dort. Militärisch wird man das nicht zurückerobern können. Das sieht man ja relativ deutlich. Und deswegen finde ich es wirklich unverantwortlich, das jetzt immer weiter zu treiben, immer weiter auch Waffen zu liefern. Wir haben eine Mitverantwortung. Und die jungen Männer, die dort sterben, die entscheiden das doch nicht. Ich meine, es gibt doch ganz viele Berichte. Es gibt ganz viele Berichte darüber, wie junge Männer sich jetzt quasi in der Ukraine verstecken. Die können gar nicht ins Ausland, weil sie nicht ausreisen dürfen. Die Gegenfrage war, entscheiden wir das? Ja, wir haben natürlich die Mitverantwortung. Ohne die westlichen Waffenlieferungen würde das Sterben enden. So, jetzt ist der eine Punkt, der immer wieder auch gebracht wird vom Manifest, Waffenstillstand. Jetzt ist das einfach sinnvoll. Erstmal aufzuhören zu schießen, ist das, wohin Nein. würde uns das bringen? Nein, also man muss wirklich unterscheiden. Waffenstillstand und Friedensabkommen ist absolut nicht das Gleiche. Okay, dann erstmal Waffen. Also die Waffen sollen schweigen, die Forderung heißt... Nein, aber es wird, glaube ich, in der öffentlichen Debatte oft durcheinander gebracht, wenn man denkt, was ich auch verstehen kann aus humanitärer Perspektive, aber es ist, Entschuldigung, eine Ameisenperspektive. Wenn man nur das direkt sieht, was vor sich ist und sagt, okay, das Bluten muss aufhören, man muss die Vogelperspektive behalten, die strategische Perspektive. So, Waffenstillstand ganz oft, leider Gottes, führt dazu, dass beide Gegner sich nachrüsten, die Soldaten sich ausruhen und danach geht es einfach munter weiter. Ich glaube, das ist das Erste, was man verstehen muss. Das Zweite ist, ich möchte was zu den Verhandlungen sagen. Es gibt eine ganze Bibliothek dazu, unter welchen Bedingungen Verhandlungen in einem Kriegsfall funktionieren, im Sinne funktionieren von nachhaltig Frieden schaffen. Erstens, Verhandlungsmasse. Gibt es überhaupt etwas, worüber man verhandeln kann? Da haben wir jetzt schon mal das Problem, dass beide Seiten sagen, wie ein Stück Kuchen, wir wollen immer beide die Krim, wir wollen beide den Donbass. Solange es da nichts zu verhandeln gibt, braucht man nicht zusammenkommen. Das heißt, man muss irgendwie eine andere Lösung finden. Meistens kommt man an den Punkt, und da haben Sie leider Unrecht, Frau Wagenknecht, erst, wenn man sich ein bisschen zermürbt hat. Das nennt man in der Forschung die Konfliktuhr. Konflikte haben eine innere Uhr und irgendwann kommt man an den Punkt, wo es halt irgendwann das Ziel erreicht ist, wo die Bereitschaft und dann hat. Und dann muss ich aber noch, Entschuldigung, darf ich noch kurz ausführen, der zweite Punkt, unter welchen Umständen Verhandlungen erfolgreich sind, ist, in welcher Position man ist. Und hier gibt es ganz viele Beispiele aus der Geschichte. Ägypten 1973, Camp David. Dayton-Abkommen 1995, Bosnien-Herzegowina. Bosniaken und Kroaten, Ägypten mussten sich erst in eine Position der Stärke begeben, bevor sie Konzessionen machen konnten. Sie verlangen, dass die Ukraine aus einer Position der Schwäche heraus Konzessionen macht. Das wird sie nicht tun. Ja, aber wie soll sie denn in eine Position der Stärke wird sie kommen? Erst haben, wenn sie da an den Punkt gekommen. So, jetzt ja, das können wir nicht forcieren. Ich verstehe das wirklich, menschlich verstehe ich das, aber strategisch ist es nicht haltbar. Ja, aber wie soll denn die Ukraine in eine Position der Stärke kommen? Also es bewegt sich doch nichts mehr. Es verändert sich doch nichts. Das Einzige, was sich verändert, ist, dass jeden Tag Menschen sterben. Und vielleicht zwei Frau Dörfer... Wagenknecht, wissen Sie das sicher, dass sich nicht etwas verändert? Ja, es verändern sich mehrere Kilometer. Also um Bachmut. Wie lange wurde um Bachmut gekämpft? Wie viele Menschen sind gestorben, um diese Stadt von einer Hand in die andere und vielleicht irgendwann wieder zurück zur Ukraine zu holen? Das ist doch Wahnsinn. Und wie gesagt, auch viele Militärs, auch amerikanische Militärs, gehen davon aus und sagen das ja auch öffentlich, dass es nahezu ausgeschlossen ist, dass die Ukraine mit den jetzigen Mitteln, die sie hat, auch mit den Waffen, die ihr geliefert wurden, die Gebiete zurückerobern kann. Und wenn das so ist, dann kommt man nicht in eine Position der Stärke. Und wenn Sie sagen, beide müssen erst zermürbt sein, also mehr Zermürbung geht doch nicht. Also der Krieg ist ja ruinös. Die Ukraine ist schon massiv zerstört. Natürlich ist er auch für Russland ruinös. Daraus schlussfolgere ich auch, dass es da wahrscheinlich eine Bereitschaft gibt, ihn zu beenden, weil der natürlich auch in Russland, ich meine, auch russische junge Männer sterben jeden Tag. Hunderte, Tausende, wir wissen nicht, wie viele. Ich meine, das ist ja auch nicht etwas, was die Bevölkerung dort jetzt irgendwie mit Begeisterung erfüllt. Also ich glaube,
dieser Krieg ist schon viel zu lange geführt worden. Und ich meine, schon ganz am Anfang gab es vielleicht ein Verhandlungsfenster. Es gab ja auch Verhandlungen. Ja. Die waren ja auch nicht ganz erfolglos. Also zu sagen, da muss man erst mal abwarten. Warum versucht man es denn nicht? Ich meine, wenn man einen Waffenstillstand hinbekommt, wäre es doch die ganze Zeit versucht. Nein, es wird nicht China versucht. Es wird versucht die ganze Zeit. Ja, aber nicht von den westlichen Ländern. Und der Schlüssel für den Frieden ist nun mal im Westen, weil wir liefern die Waffen. Und nochmal, wenn man sollte aufhören, die Waffen zu liefern, damit wäre sozusagen der Krieg, das versuche ich zu verstehen, wenn der Westen aufhören würde, die Waffen zu liefern, nein, müsste die Ukraine verhandeln, weil sie nicht weiterkämpfen könnte. Es müsste ja nur verdeutlicht werden, dass sich der Westen einen Friedensschluss wünscht. Dass wir nicht einverstanden sind, dass die Rückeroberung der Krim und die schnelle NATO-Mitgliedschaft als Voraussetzungen für einen Friedensschluss immer wieder aufs Tapet gehoben werden, immer wieder zur Bedingung gemacht werden. Weil ich meine, Selenskyj agiert natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern das ist relativ eng abgestimmt mit den Amerikanern, was er für Ziele formuliert. Und er hat ein Dekret erlassen, das Verhandlungen mit Russland verbietet. Er hat, als er beim Vatikan war, der Papst hat angeboten zu vermitteln. Da hat Selenskyj gesagt, wir brauchen keinen Vermittler zwischen uns und dem Aggressor. Das kann man moralisch alles nachvollziehbar finden, aber es löst kein Problem. Das heißt, es geht schon darum, dass wir, dass der Westen, dass auch die Amerikaner deutlich machen, wir wollen diesen Krieg beenden und wir sind da auch kompromissbereit. Und dann wird sicherlich auch die ukrainische Führung nicht mehr darin bestärkt, eben keine Kompromissbereitschaft zu zeigen. Den Punkt gebe ich an Sie wieder, weil Sie eben beim NATO Defense College sind. Also gibt es diesen Druck des Westens auf die Ukraine, nicht in Verhandlungen einzutreten? Nein, nein. Erstens noch was ganz kurz zu dem Thema. Ich sage es nochmal. Statistisch gesehen haben die besten Friedensverhandlungen dann stattgefunden, wenn der schwächere Partner sich stark genug gefühlt hat, um Konzessionen zu machen. Ägypten gegen Israel, die Bosniaken gegenüber den bosnischen Serben. Also statistisch, ich kann es verstehen, dass Sie so denken, aber statistisch ist es einfach nicht so. Das ist ein bisschen naiv zu glauben, wir nehmen jetzt da die Waffen weg und dann macht Selenskyj die Konzessionen und dann ist der Krieg endlich vorbei. Was würde denn passieren? Und dann, was passiert dann? Was würde passieren, wenn keine Waffen mehr, von wem jetzt genau? Von allen? Vom Westen, also von der NATO, also erstens mal, von Polen, wie kommen wir überhaupt gedanklich in eine Situation, wo wir uns vorstellen, dass alle aufhören? Weil ich kann Ihnen zum Beispiel erklären, die Polen werden mit Sicherheit nicht aufhören, Waffen zu liefern, auch wenn die USA, sagen wir mal, in irgendeinem... Weil sie Angst haben, dass wenn sozusagen die Ukraine fällt, sie die Nächste sind? Es könnte sogar eine eskalierende Wirkung haben, dass wenn Deutschland aufhört, Waffen zu liefern, dass dann Polen und die baltischen Staaten sagen, okay, jetzt erst recht. Also deswegen, das ist zu kurz gegriffen. Es geht doch einfach darum, dass man irgendwann mal ein Konzept braucht, wie man diesen Krieg beenden will. Ich sehe wirklich auf westlicher Seite, also China hat einen Friedensplan vorgelegt, das ist richtig. Brasilien hat das, jetzt die Afrikanische Union hat Friedenspläne vorgelegt. Haben Von Sie westlicher Friedenspläne Seite, vorgelegt? Na, sie haben zumindest Versuche unternommen zu vermitteln. Nur das ist bisher relativ aussichtslos, weil Friedensverhandlungen heißt Kompromisse. Natürlich ist ein Waffenstillstand noch keine Friedensverhandlung. Das wäre ein erster Schritt. Natürlich muss man sich dann hinsetzen, muss man gemeinsam eine Lösung finden, die dann auch tragfähig ist, die dann auch hält. Überhaupt keine Frage. Der Waffenstillstand wäre nur zumindest erst einmal ein Ende des Sterbens. Und wenn Sie sagen, Kriege lassen sich so schwer beenden. Ich meine, jetzt ist gerade ein Krieg dabei, ein furchtbarer Krieg, beendet zu werden, nämlich der im Jemen. Aber auch hier waren es nicht westliche Länder, es war nicht die deutsche Außenministerin, es war auch nicht der amerikanische Außenminister, sondern es war in dem Falle China, die tatsächlich zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, das war ja auch ein Stellvertreterkrieg, der Jemenkrieg vermittelt hat. Und wahrscheinlich wird dieser Krieg enden. Und er hat hunderttausende zivile Opfer gekostet. Also man kann Kriege mit Verhandlungen beenden, wenn man es wirklich will, wenn man die zwei Kriegsparteien an einen Tisch bringt. Dieser Krieg läuft seit 8 Jahren. Wir reden von einem Krieg, der seit 8 Jahren läuft. Ja, der wäre aber auch noch weitergelaufen, wenn man jetzt nicht versucht hätte, etwas dort zu vermitteln. Nein, Konfliktuhr. Sie müssen sich vorstellen, der Konflikt hat quasi einen Wecker im Bauch und irgendwann klingelt er. Das ist so. Der klingelte nicht im Selbstlauf, sondern der klingelte, weil man vermittelt hat. Es ist wirklich naiv zu glauben, dass nur mit ganz viel guten Willen geht man da rein und dann überzeugt man die beiden schon. Es sind nicht zwei Kinder im Sandkasten. Es geht um ganz viele Sachen, die erst auf den Tisch gelegt werden und die debattiert werden und die verstanden werden müssen von beiden Seiten. Aber es gibt doch klare Ursachen, warum dieser Krieg ausgebrochen ist. Darf ich ein Wort, das Sie gerade gesagt haben, weil das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen diesen fundamentalen Sichtweisen. Sie sagen, es ist ein Stellvertreterkrieg. Wenn man das denkt, dann ist es natürlich einfach zu sagen, gut, da sind die Stellvertreter, hier ist die USA oder die NATO. Wenn die den Krieg beenden, dann ist er zu Ende.
Erklären Sie doch mal bitte, warum Sie glauben, es ist ein Stellvertreterkrieg. Na, es hat vor kurzem ein hoher General im Streitkräfteausschuss des US-Senats sich gebrüstet und hat gesagt, also die Ausschaltung eines strategischen Gegners ohne Einsatz von US-Truppen Sie sei der Gipfel der Professionalität. Sie meinen den Ex-Sicherheitsberater von Donald Trump. Das ja, ist ein Zitat trotzdem. Von Sun Tzu, einem chinesischen Denker, militärischen nein, Denker. Hat er eben gesagt, ich weiß ganz genau. Es gab noch weitere Zitate, richtig, die genau in diese Richtung gehen. Also es ist natürlich schon so, dass die der USA... ist der nicht geführt wird. So, das sagt er. Nein, er hat gesagt, er hat das wörtlich gesagt, was ich zitiert habe, hat gesagt, wir können uns dann auf China konzentrieren. Also, sag mal, dass die USA eine Mitverantwortung dafür haben, dass es diesen Krieg gibt. Stellvertreterkrieg oder nicht? Das ist die wichtige Frage. Ja, natürlich. Frage. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen Russland und den USA. Also es ging immer auch um die Frage, das hat ja die russische Diplomatie immer wieder auch deutlich gemacht, das hat der heutige CIA-Chef Burns noch 2019 gesagt. Es ging doch immer um die Frage, wird die Ukraine Teil der amerikanischen Einflusszone? Gibt es dort Militärstützpunkte? Gibt es womöglich Raketenstützpunkte? Die Russen haben immer gesagt, das wollen wir nicht, das ist für uns ein No-Go, weil das für uns eine Region von existenziellem Interesse ist. Die Schwarzmeerflotte auf der Krim ist ja nicht seit 2014 da. Die ist ja da seit 200 Jahren. Das heißt, das ist für die Russen natürlich der Zugang zum Schwarzen Meer. Das ist für sie wichtig. Mhm. Das kann man für illegitim halten. Aber man sollte bedenken, das ist etwa so für Russland wie für die USA die Karibik. So, und die USA hätten damals in den 60ern einen dritten Weltkrieg riskiert, Raketen auf Kuba zu verhindern. Deswegen musste man wissen, wenn man in dieser Frage immer weitergeht und alle russischen Protestnoten ignoriert, dass man dann riskiert, dass dort ein solcher Krieg ausbricht. Das wusste man, weil es auch westliche Diplomaten immer wieder formuliert haben. Stellvertreterkrieg, ist es das? Nein, also erstens darf ich ganz kurz was sagen zu diesem General Mau Mau oder Uno, was da immer gespielt wird, mit einem General hat gesagt und noch ein General hat was gesagt. Und ja, dann sucht man sich die Generäle aus, die genau das sagen, was einem passt. Mark Milley, der Top-General der amerikanischen Streitkräfte, sagt, Russland kann seine militärischen Ziele in der Ukraine nicht erreichen. Das erzählen sie dann nicht, sie erzählen dann nur der andere, der aber auch gesagt hat... Nee, Milley hat auch gesagt, beide Seiten können diesen Krieg nicht gewinnen. General Mau Mau, können wir es beenden? Genau, können einfach wir es weglassen, antworten weil ich finde, sagen, ist das ein Stellvertreterkrieg? Will in der NATO, will die Zitat USA diesen Krieg führen? Haben die denn begonnen? Natürlich nicht. Also erstens, wollen Sie ihn führen? Einen Krieg führen, ohne jemals eine Truppe hinzusetzen, kommt aus der chinesischen strategischen Denke, das ist uralt, das ist jetzt nicht, hat er sich nicht ausgedacht. Was er sagt, ist natürlich keine amerikanischen Truppen in die Ukraine, was sie eigentlich freuen sollte, denn sie wollen ja keine Eskalation. Das zweite ist, Stellvertreterkrieg heißt, dass es eigentlich zwei Stellvertreter gibt. Und hier ist es ja nicht so. Wir haben einen Stellvertreter, die Ukraine, und Russland ist direkt drin. Das heißt, das ist schon mal so fachlich falsch. Aber das Dritte ist natürlich, es geht um ein großes Ganze. Und da ist es nicht auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite die USA. Sondern so will, hat man Russland, hat man China, hat man andere Staaten, die mit dem internationalen System, so wie es ist, nicht zufrieden sind. Und dann hat man die USA, hat man Europa, hat man andere like-minded Länder, die so denken. Und am Ende läuft es dann drauf hinaus, wie möchte man, dass das internationale System funktioniert? Wer hat darin das Sagen? Kann man das internationale Recht brechen? Und da sind wir tatsächlich nicht auf einer Wellenlänge. Aber es ist nicht wieder der Kalte Krieg. Es ist viel komplexer, sitzen viel mehr Leute mit am Tisch. Aber es ist doch natürlich immer ein Konflikt gewesen. Also die NATO-Osterweiterung war immer ein Konflikt mit Russland. Man hat Russland nicht eingebunden. Russland fühlte sich aus Europa verdrängt. Und wenn wir sagen, die NATO ist defensiv, von außen stellt sich das anders dar, weil die NATO-Führungsmacht einfach in den letzten 30 Jahren sehr viele brutale Angriffskriege geführt hat. Angefangen bei dem NATO-Verbündeten Serbien. Also das hat natürlich Russland-Verbündeten Serbien. Das hat natürlich in Moskau immer dazu geführt, dass sie sich durch diese Osterweiterung bedroht gefühlt haben. Und sag mal, das haben sie immer wieder artikuliert. Aber bei der Ukraine haben sie eben auch deutlich gemacht. Und wie gesagt, das haben viele westliche Diplomaten selber so gesagt, dass dort für sie eine rote Linie überschritten ist. Und die Frage ist eben, ist verantwortungsvolle internationale Politik, dass man versucht, rote Linien des anderen, zumal bei einer Atommacht, nicht zu überschreiten? Oder ist verantwortungsvolle Politik, dass ich einfach mache, was ich will, auch wenn am Ende Kriege daraus resultieren? Das wäre die Frage an Frau Gaub. Ich denke, es ist einfach ein bisschen zu einfach zu glauben,
wenn wir ein bisschen netter zu Russland gewesen wären, dann wäre das alles nicht passiert. Es gab den NATO-Russland-Rat. Ne? Es gab die durchaus Bemühungen. Es gab sogar irgendwann mal Ideen in den 90ern, vielleicht will die Russland ja irgendwann mal der NATO beitreten. Ne? Diese angeblichen die Garantien. Gemacht. Die waren ja nicht erwünscht. Also. Nein, aber es gab durchaus diese Überlegungen. Und es gab ganz lang diese Zeit, wenn man sich anschaut, amerikanische, diese nachrichtendienstlichen Zukunftsreports, wo drin stand, im Jahr 2005 wird Russland wahrscheinlich nur eine Regionalmacht sein. Also ich stimme Ihnen schon zu, dass man Russland nicht richtig gelesen hat, nicht richtig verstanden hat. Das sehe ich alles. Aber ich glaube nicht, dass man dann den Umkehrschluss schließen kann, deswegen sind wir schuld daran, deswegen sind die USA schuld daran, dass hier gerade ein Land komplett völkerrechtswidrig überrannt wird. Das geht einfach nicht. Schuld. Sie haben eine Mitverantwortung. Das ist ja ganz anders als Schuld. An der Stelle müssen wir heute einen Punkt machen. Ich habe viel gelernt über die Frage von Waffenstillstand, von Verhandlungen und wie unterschiedlich man das auch sehen kann. Danke erstmal Ihnen beiden. Frau Wanknecht, ich muss Ihnen trotzdem die Frage stellen, weil es einfach jetzt am Wochenende von der Grünen Parteispitze gefordert wurde. Es hieß, es gibt keine Zukunft mit Sarah Wagenknecht und Sie werden aufgefordert, Ihr Bundestagsmandat niederzulegen, wenn Sie nicht die Pläne fallen lassen und das öffentlich mit einer Parteigründung, eine eigene Partei zu gründen. Legen Sie Ihr Bundestagsmandat nieder? Nein, ich lege natürlich mein Bundestagsmandat nicht, Lina. Ich finde das auch wirklich sehr bedauerlich. Ich meine, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben, also die Linke und ich, das habe ich schon vor Monaten dadurch klargestellt, dass ich gesagt habe, ich kandidiere nicht wieder für die Linke. Also insoweit habe ich da auch für Klarheit gesorgt. Aber ich finde einfach, sag mal, es ist schon irgendwie eine Tragödie, wie sich die Linke entwickelt hat. Wir waren noch 2017 bei 9,2%. Und ich würde mir einfach wünschen, dass der Parteivorstand, dass die Parteispitze sich mal mit der Frage beschäftigt, warum uns in den letzten Jahren derart die Wähler weggelaufen sind. Weil das ist ja nicht die Folge einer Debatte über Parteigründungen. Also wir hatten Wahlniederlagen, da hat in der Linken kein Mensch über eine neue Partei nachgedacht. Das fing 2019 an, 5,2% bei der Europawahl, dann die Bundestagswahl, 4,9%. Ich weiß, dass Sie das immer sagen, aber das heißt, es ist nicht die Antwort auf die Frage. Also ich weiß, dass Sie sagen, die Linke muss sich Gedanken machen, aber Ihre persönliche Konsequenz ist ja nicht unwichtig. Kann man als linken Mitglied über die Gründung einer neuen Partei spekulieren, ohne dass die Linke dann sagen, ja, dann tust doch ohne Mandat. Also viele in der Linken denken darüber nach und zwar aus der Situation heraus, dass die Linke leider mit ihrer jetzigen Politik immer mehr in die Bedeutungslosigkeit fällt, weil ich meine, Frau Herrmann hatte vorhin gesagt, alle fühlen sich repräsentiert. Wir haben schon so viele Parteien, also wir haben zwar viele Parteien, aber es gibt über 30% in der Bevölkerung mindestens, die nach Umfragen sagen, sie wissen überhaupt nicht mehr, was sie wählen sollen. Und 2/3 derer, die jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen, sagen, sie machen das nur aus Enttäuschung über alle anderen. Und okay, da muss man doch denken oder muss man doch drüber nachdenken, wie kann man es erreichen, dass all diejenigen, die sich eine vernünftige Wirtschaftspolitik wünschen, das, eine seriöse Außenpolitik, dass die ein Angebot bekommen in der politischen Landschaft. Ihr Mandat geben Sie also nicht zurück. Das war einfach die simple Frage. Mehr können wir, glaube ich, heute Abend nicht klären, weil Sie darauf keine Antwort geben, ob Sie eine Partei gründen. Das habe ich schon verstanden. Aber das Mandat bleibt bei Ihnen. Also mir haben alleine seit diesem Beschluss ganz viele geschrieben, dass sie die Linke auch wegen mir gewählt haben. Also insoweit sehe ich keinen Anlass dazu, mein Mandat zurückzugeben. Vielen Dank. Vielen Dank dafür, Sarah Wagenknecht. Vielen Dank fürs Kommen, Florence Gaub.